Internet, immer und überall, selbst wenn ihr im Wald seid, in der Wüste oder sonst irgendwo. Klingt nach Utopie, ist es nicht mehr, denn Elon Musk hat mit Starlink ein Satellitennetzwerk gestartet, was es tatsächlich ermöglichen soll, dass ihr überall in Deutschland, egal wo ihr seid, Internet bekommt und das mit einer hervorragenden Geschwindigkeit. Was dahinter steckt, wann ihr es nutzen könnt und ob sich das lohnt, das erkläre ich euch in diesem Video. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alper und heute geht es um das Thema Internet bzw. Starlink. Starlink ist ein relativ neues System, was Internet über Satellit anbietet. Und dass dem Unternehmen das Ganze auch sehr ernst ist, sieht man daran, dass schon Tausende von Satelliten in den Himmel geschossen wurden. Und wenn ihr mal abends auf bestimmten Apps und Karten guckt, dann kann man diese Satelliten teilweise auch schon sehen. Das sind dann so kleine weiße Punkte, die dann in einer Formation dann über den Himmel kreisen. Und was das Ganze so spannend macht, ist die Tatsache, dass zum einen es überall Internet geben soll, also in Deutschland aktuell soll es überall Internet geben. Und das zweite ist auch mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit im Download und bis zu 20 Mbit im Upload. Und das Ganze als Flat. Das hört sich echt gut an. Dabei ist überhaupt Satelliteninternet gar nicht mal so was Neues. Wer sich vielleicht noch daran erinnert, ich kann mich erinnern, weil es gab mal von Strato so ein Satelliteninternet. Da konnte man auch sich einen Satellitenschüssel hinstellen und dann konnte man damit auch im Internet surfen. Allerdings waren die Geschwindigkeiten viel, viel langsamer und es war gar keine Flat und es war teuer. Also eigentlich wirklich nur für Leute, die wirklich irgendwo in der Walachei wohnten und das unbedingt brauchten und für die das Thema Videostreaming oder Netflix oder das gar keine Rolle gespielt hat. Elon Musk hat es sich zur Aufgabe gemacht, überall auf dem Planeten mit Zehntausenden von Satelliten überall auf der Welt Internet zu ermöglichen und das eben in dieser hohen Geschwindigkeit. Und natürlich betrifft das diejenigen nicht von euch, die vielleicht per Glasfaser angeschlossen sind oder die in der Stadt leben, aber es gibt eben sehr, sehr viele Dörfer, die eben in Deutschland vom Internet relativ abgeschnitten sind. Die haben dann teilweise ISDN-Geschwindigkeit oder vielleicht, wenn es mal hochkommt, haben sie 6 Mbit. Also tatsächlich bei mir in der Straße ist es so, also ich selber habe jetzt tatsächlich 1 Gigabit über Vodafone, aber wenn ich das zum Beispiel über die Telekom machen würde, dann würde ich, glaube ich, da nur irgendwie 16 Mbit bekommen. Ja gut, nur, ist ja auch in Ordnung. Allerdings nutze ich natürlich auch für meine Video-Uploads und so weiter, die ja teilweise 4K sind, brauche ich natürlich hohe Geschwindigkeiten und deswegen kam für mich die Telekom gar nicht in Frage. Und deswegen ist das natürlich ganz spannend, wenn man dann sagen würde, okay, ich stelle mir eine Satellitenschüssel hin, so ein kleines Gerät, das kostet, glaube ich, einmalig 500 Euro. Dann hat man das Ganze und dann kostet das 99 Euro im Monat und dann kann man damit tatsächlich ganz normal im Internet surfen, sich Filme anschauen und anderes und 100 Mbit, das reicht ja für mehrere Kanäle mit HD. Was der Nachteil ist, und das möchte ich euch natürlich auch nicht verschweigen, von Starlink ist natürlich, wenn ihr online zockt. Da sind die Geschwindigkeiten insofern ja natürlich ganz gut, allerdings ist die Latenz quasi die Zeit, bis ihr klickt und das dann tatsächlich bei einem Server ankommt, viel zu hoch. Das bedeutet, wenn ihr irgendwelche Shooter spielt oder auch sowas wie Warcraft und so weiter, dann würde sich das wahrscheinlich eher nicht lohnen, weil bis euer Mausklick registriert wird, dauert es eben einige Millisekunden schneller. Und dann haben die anderen einen Vorteil, ne? Die eben direkt per Glasfaser oder per Kabel angeschlossen sind. Aber das ist ja gar nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind Leute, die eben tatsächlich außerhalb von Städten wohnen, wo eben gewollt oder ungewollt, die einfach kein gutes Internet haben. Und wir hier in Deutschland sind ein perfektes Beispiel, dass eben die Telekom es jahrelang versäumt hat und es bewusst nicht gemacht hat und die anstatt dessen immer wieder Kupfer und irgendwelche anderen Sachen gemacht hat, um ihren Gewinn zu maximieren, anstatt ihr meiner Meinung nach ihrem Grundauftrag klar und gerecht zu werden, einfach schnelles Internet für alle anzubieten. Der Politik war das so lange egal, bis sie irgendwann festgestellt haben, oh, da geht die Digitalisierung, das ist ja was, das ist ja nicht nur Neuland, vielleicht sollten wir mal was machen. Und insbesondere in der Pandemie hat sich es gezeigt. Jetzt ist natürlich das Blöde, ist wieder mal ein amerikanisches Unternehmen, ist wieder mal so, dass Deutschland da nicht selber hinbekommen hat und ist wieder mal so, dass wir eben nicht auf Technologie von Deutschland zurückgreifen müssen, sondern auf die Technologie eines anderen Landes. Ist leider so, aber dann müssen wir einfach klarkommen. Mir selber als Nutzer ist das relativ egal. Vodafone ist ja jetzt auch kein deutsches Unternehmen, sondern ein britisches. Und deswegen bin ich einfach froh, wenn ich schnelles Internet habe. Und ja, deswegen bin ich ja nicht zur Telekom gegangen, sondern bin zu Vodafone gegangen. Und wenn mir eben ein, wenn ich jetzt irgendwo außerhalb lebe und ich vielleicht per 5G oder 4G oder UMTS vielleicht nicht gut versorgt werden kann, weil es vielleicht auch keine Flats gibt, weil
Gewinnmaximierung das Wichtige ist, ja, dann nehme ich eben Starlink. Und Starlink hat eben tatsächlich diesen großen Vorteil, einmal installiert und dann funktioniert es auch und es läuft gut. Ich habe eine gute Geschwindigkeit und muss mir umsonst nichts, nichts mehr Gedanken machen. Muss vor allem nicht darauf warten, dass die Politik in meinem Dorf oder in meiner Gemeinde mal meint, irgendwann mal Kabel legen zu müssen. Von daher finde ich das eine super Sache. Ich finde, ihr solltet euch das auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr momentan eben ganz, ganz langsame Geschwindigkeiten habt. Wenn ihr schnelleres Internet haben wollt, dann ist das meiner Ansicht nach eine super Sache. Es wurde auch schon von verschiedenen Instituten auch schon getestet, auch schon in Deutschland. Wie sieht denn überhaupt Starlink aus? Ist das eine gute Qualität? Und ja, tatsächlich erhält Starlink das, was es verspricht. Es läuft tatsächlich relativ gut und relativ stabil. Aber wie gesagt, wenn ihr Gamer seid, dann solltet ihr euch das doppelt überlegen, ob ihr das nutzt. Ich finde Starlink super. Mich interessiert, wie findet ihr Starlink? Habt ihr davon schon mal gehört? Über Luftverschmutzung oder beziehungsweise Himmelsverschmutzung können wir gerne nochmal drüber reden, aber generell interessiert mich mal, wie findet ihr überhaupt diese Idee? Ich finde es klasse. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Thema gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Ich mache ab jetzt öfter mal zu Themen, die mich einfach so beschäftigen und wo ich gerne mal mit euch diskutieren möchte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.